Am 6. Dezember 2014 kam nicht der Nikolaus zu uns, sondern wir starteten zu unserer Atlantiküberquerung nach Tobago. Und Kippen, was sagst du? Ganz schön aufregend, ja. Stürmischer Auftakt. Ja. Naja, stürmisch ist übertrieben, ne? 6 bis 7 ist noch kein Sturm. Und von den 8ern, ne? Ja. Bisschen windig, aber das ist normal hier, ne? Die Düse zwischen den Inseln. Ja. Es ist grau und grau. Am nächsten Tag können wir schon die Passatbesegelung setzen. Und sie funktioniert wunderbar. Am zweiten Tag nahm der Wind ab und Delfine kamen zu Besuch. Na, brutzelst du schön? Das brutzelt in der Pfanne, ja. Der Kapitän hat ja Hunger, ne? Ich auch. Selbst gefangen. Ohne zu quälen. Alkoholvergiftung gestorben. Ja. Naja, er hat nicht mehr viel gemerkt, glaube ich. Der Wind nahm immer weiter ab und am dritten Tag hatten wir unsere einzige Flaute. Nach 5 Tagen haben wir uns schon an den Wachrhythmus gewöhnt und brauchen auch keinen Wecker mehr. Wir werden von alleine wach. Na, wer erscheint da denn? Kommst klar? Ja, mehr oder weniger. Was gibt's denn heute Leckeres? Reis und Gemüsepfanne. Mit Schinken und Ei. Fünfstein, ne? Andere Rohre. Ja, alles was da ist. Genau, alles was noch frisch behandelt hat. Oder einigermaßen frisch, muss verarbeitet werden. Ja? Ich bin fast nicht mehr als sonst. Wie geht's dir denn? Gut. Ich bin hier, sonst nichts. Ich kümmere mich um dich, ne? Ja.
sieht echt geil aus. Hey. Ich könnte glatt in der Sesamstraße mitmachen. Geil! Auf diese Matte irgendwie. Na gut, das war's dann wohl nicht. Langeweile kommt nicht auf. Während der Überfahrt müssen wir unsere Besäbelung den wechselnden Windverhältnissen immer wieder anpassen. Immer wieder landen fliegende Fische bei uns an Deck. Mittlerweile hat der Seetank Teppichgröße erreicht und verleidet uns das Angeln. Auszug aus dem Bordtagebuch. 16.12.2014. Windstärke 5 in Böen 6 bis 7. Eine Welle hat uns heute bis zu den Fenstern auf die Seite gelegt. Noch 930 Meilen bis Tobago. Ich freue mich schon. Hallo. Aber es ist schon einiges passiert. Was denn? Ich war schon im Vorschiff und habe eine Flasche Mehl geholt. So. Naja. Und dann habe ich das mit Wasser angerührt und jetzt wird fleißig geknetet. Aha. Und hier, was ist hier? Pfanne? Das ist das Olivenöl, da will ich gleich Zwiebeln drin braten und Oliven, Knoblauch. Und dann kriegt Schnuffi ein halbes Weißbrot. Nein, ein Weißbrot und ein Zwiebel-Knoblauchbrot. Hm. Darf man nicht vergessen, vorher den Teig zu teilen. Sonst kriegt Schnuffi zwei Zwiebelbrote. Ist das schon mal vorgekommen? Ja, leider. Aber was zum Frühstück macht Schnuffi nicht so gerne Zwiebelbrot. Zum Frühstück möchte er lieber Weißbrot. Wisst ihr was? Diesmal denke ich mal. Schatz, na, wie hast du denn so geschlafen? Ganz gut, im Liegen. Und fit? Ja. Fit wie die Wache? Ich hab wieder was geträumt. Oha, was denn? Irgendwie gab's Kartoffelsalat. Kartoffelsalat? Mhm. Na, kannst du. Schillerloch. Ja, genau. Lecker, ne? Ja. Aber jetzt muss ich mal raus aus der Kuhle. Was gibt's Ärger beim Kapitän? Dann zeig dich mal. Wie zeigen? Ja, komm mal raus. Ich will hier rauslocken, ne? Mhm. Tag, na da! Heute ist der vierte Advent. Advent, Advent. Genau, kein Licht bleibt drin. Es gibt lecker Schokolade. Ist hier los? Ja, der Befall war. Und den Hintern an den. Ja, toll, das ist echt.
wieder die Wahrheit zeigen. Ja, schön anstrengend hier, ne? Das war ein Fernseher, der auf jeden Fall. Immer schön den Action! Nach 17 Tagen und 2100 Seemeilen hatten wir Tobago erreicht. Der Atlantik hatte es gut mit uns gemeint. Trotzdem freuten wir uns, als das Land in Sicht kam. Unsere erste Ankerbucht in der Karibik war auf Tobago bei Charlotteville in der Man of War Bay. Am 23.12.2014 fiel um 15.30 Uhr zum ersten Mal unser Anker in der Karibik. Gleich nach der Ankunft gehen wir schwimmen und stellen fest, dass sich an der Amazone Entenmuscheln festgesetzt haben. Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich in der Karibik angekommen.